Liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Astronomieschule. Ich bin Oliver Debus. Sonnenbeobachtung kann eine wirklich sehr spannende Sache sein. Allerdings sollte man eines berücksichtigen, egal ob mit bloßem Auge oder mit einem Teleskop, das Sonnenlicht ist so intensiv, dass es einen blenden kann und die Augen sogar nachhaltig schädigen kann. Deswegen sollte man auf den Schutz seiner Augen achten. Bei der Beobachtung mit bloßem Auge sollte man solche Sonnensichtbrillen verwenden. Bei der Beobachtung mit Fernglas oder Teleskop sollte man solche Objektiv-Sonnenfilter anwenden. In diesem Video möchte ich mal zeigen, wie man auf einfache Art und Weise solche Filter selber bauen kann. Ihr seht hier an meinem großen Teleskop, der Sucher ist noch nicht mit einem Filter ausgerüstet und diesen möchte ich jetzt bauen. Ich möchte euch jetzt also zeigen, wie ich für dieses Sucherfernrohr von meinem großen Refraktor einen Objektiv-Sonnenfilter selber baue. Warum überhaupt selber bauen? Es gibt sehr gute Objektivfilter, die man kaufen kann, egal ob aus Folie oder aus Glas. Selber bauen macht aber trotzdem Sinn, weil man eben nicht für alle Geräte solche vorgefertigten Filter bekommen kann oder diese Filter dann vielleicht doch schon wieder recht teuer werden. Ich kann euch hier mal eine Auswahl von Sonnenfiltern zeigen, die ich selber gebaut habe. Hier ein Sonnenfilter aus etwas stärkerem Karton für ein schon etwas größeres Objektiv für den Fotoapparat. Oder hier ein Sonnenfilter für ein größeres Fernglas. Oder hier ein Sonnenfilter für ein Teleskop, wo man wechseln kann zwischen einer visuellen Folie und einer fotografischen Folie. Das heißt, wenn ich durch das Teleskop auch die Sonne beobachten bzw. auch fotografieren möchte. Nun, was brauchen wir dazu? Zunächst einmal brauchen wir Papier beziehungsweise etwas stärkeren Karton. Hier kann man solches Briefpapier mit 120 Gramm pro Quadratmeter oder 160 Gramm pro Quadratmeter nehmen, dass es etwas stärker wird, dass wir auch eine gewisse Festigkeit haben. Oder wir nehmen eben für größere Geräte dann durchaus auch diesen stärkeren Karton, den wir aus einfach in Versandkisten oder so dann rausschneiden können. Dann schneiden brauchen wir eine Schere oder für das Papier dann auch solche eine kleine Schnittmaschine, ein Lineal oder solch ein Zeichenbrett ist auch nicht verachtenswert. Dann natürlich Bleistift oder einen kleinen Filzschreiber zum Markieren. Dann brauchen wir noch etwas zum Festkleben. Tesastreifen verwende ich ganz, ganz gerne, weil da hat man das sehr sicher auch festgemacht. Und als letztes natürlich noch die Folie. Und da verwende ich eigentlich ganz gerne die Astrosolarfolie von Bader. Entweder für die visuelle Beobachtung, die ist etwas dicker, da wird das Sonnenlicht um den Faktor 100.000 vermindert. Oder die fotografische Folie, dann für Fotoobjektive oder auch für die Videokamera. Die Sonnenfilterfolie kommt in verschiedenen Maßen. Entweder schon klein vorbereitet für Ferngläser, zum Beispiel von Astromedia, oder auch im A4-Format. Das bekommt man dann von Bader Planetarium direkt oder von Astromedia, oder man kann es großformatig dann in solch einer Rolle wieder von Bader Planetarium bekommen.
Das Erste, was wir jetzt machen müssen, ich zeige es gerne an diesem Filter, ist, dass wir uns quasi eine Art Adapter bauen für das Fernglas, beziehungsweise hier für den Sucher. Dann nehmen wir also ein Papier, darf wirklich ein stärkerer Karton sein. Und wir schauen jetzt mal von der Größe her, also hier sehen wir, können wir das ganz bequem drum herum legen. Müssen das dann ausmessen, die Größe. Dazu brauchen wir das Lineal, dass wir dann hier messen können, wie viel Zentimeter wir für diesen Adapter brauchen. Können das dann hier einstellen und zum Beispiel mit dieser kleinen Maschine einfach zurechtschneiden. Das habe ich schon mal vorbereitet. Hier habe ich jetzt den entsprechenden Adapter. Ich kann das hier überprüfen, ich kann das hier drumherum legen. So, dann habe ich hier meinen Adapter und den kann ich dann mit einem Tesastreifen schon festmachen. Mache ich jetzt mal. Brauche hier etwas Platz. So, hier habe ich also meinen Tesafilm. Bei der Wahl des Tesafilms kann man natürlich solchen nehmen, die man einreißen kann, dass man dann keine Schere braucht. So, nehme ich hier meinen Sucher. Bereite das mit dem Tesafilm schon mal so vor, dass ich mir hier einfach einen Tesastreifen schon mal dran mache, um das Ganze dann zu fixieren. Dann lege ich den vorgeschnittenes Papierbogen hier auf den Sucher drauf. Schaue, dass das alles einigermaßen bündig ist und fixiere das Ganze dann nochmal mit dem Tesastreifen. Jetzt kann ich ein etwas längeres Tesastreifen nehmen. Kann das sogar so machen, dass ich das hier direkt drauf mache. Und dann reiße ich das einfach ab. Jetzt ziehe ich das Ganze hier mal quasi ab und mache den Tesastreifen rum. Was ich jetzt noch mache, ist, dass ich hier dort, wo der Falz innerhalb ist, ebenfalls noch einen Tesastreifen drum mache, damit das Ganze nachher, wenn ich das dann abziehe, beziehungsweise wieder auf den Sucher drauf machen möchte, eben das Papier nicht verkantet und mir auf diese Art und Weise der Filter kaputt gehen kann. So, habe ich das gemacht. Ich prüfe nochmal und sehe, dass ich jetzt diesen Adapter wunderschön hier über den Sucher drauf machen kann. So, was ich dann noch mache als zweiten Schritt, dass ich mir schon mal vorbereite, einen weiteren Streifen, den ich dann, wenn ich die Folie über diesen Adapter mache, dann drumherum machen kann. Empfehlenswert ist es aus meiner Erfahrung, dass man hier solch einen, ja, den im Prinzip das Ganze so plant und baut, dass man hier einen gewissen Schutz schon hat, einen Überstand von dem zweiten, dass man hier die Folie etwas schützen kann, dass da nichts, wenn man die Folie in einer Kiste lagert, nicht direkt etwas drauf kommt oder wenn man die Folie irgendwo abstellt, das Ganze, dass man ebenfalls hier auch noch einen Schutz hat und da nicht direkt an die Folie etwas drankommt und die Folie beschädigt. Denn darauf sollte man nachher immer achten, vor jeder Beobachtung, die man plant, dass man die Folie überprüft, dass da nicht irgendwie kleine Löcher sind, die dann nachher für eine Schädigung oder für einen Lichtanfall sorgt und man somit die Schädigung der Augen hat. Das habe ich jetzt hier auch schon vorbereitet. Ich kann das dann nachher hier dran machen, habe hier einen Überstand, wo dann die Folie einfach
geschützt ist. So sieht das also aus mit der Folie. So, was ich jetzt mache, dadurch, dass ich ja kein Riesenstück habe, nehme ich jetzt hier diesen Adapter und lege den mir zum Beispiel hier drauf und sehe, ah, schön, dieses Stück kann ich gerade abschneiden, dieses Stück Folie hier, und kann dieses Stück Folie gerade verwenden. Dann mache ich das auch, kann ruhig etwas größer sein, das Stück, das ich abschneide, weil ich dadurch dann in genügend Folie habe, um das dann hier an diesem Ring zu befestigen. Abgeschnitten. Dann nehme ich mir mal diese Folie, dass nicht beschädigt wird, auf diesen Papierstreifen drauf. Lege mir das hier hin. Und dann kann ich die restliche Folie, die ich habe, wenn ich nicht gleich einen weiteren Filter bauen möchte, dann gerade wieder hier einrollen. Und dann kommt die wieder in die große Rolle rein, dass dann die Folie für den nächsten Filter auch schön geschützt ist, dass da nichts dran kommt, keine Beschädigungen. So, weg ist das. Jetzt habe ich also hier das Stückchen Folie, das ich brauche für meinen Filter. Und auch hier vor dem Bauen sollte ich mal gucken, ob denn diese Folie auch dicht ist. Also dass da nicht irgendwo Löcher drin sind. Okay, wunderbar. So, jetzt kann ich hier auch den kleinen Schutzfilm wegnehmen. Lege mir das hier auf meinen kleinen Adapterring drauf. Und jetzt kann ich halt anfangen. Ich gucke mir mal ein kleines Stückchen raus, dass ich dann sozusagen anfangen kann, hier diese Folie an den Ring anzupassen. Und das Ganze dann an dem Ring und das Ganze dann an dem Ring auch zu befestigen. Wunderschön. So, jetzt kann man ganz zum Schluss noch einen Tesastreifen aber drumherum machen, dass man alle Stellen dann noch richtig schön arretiert. Ich mache mir hier nochmal einen ran. So, jetzt gucke ich mal.
versuche ich einigermaßen vorsichtig zu machen. Wenn dabei ein paar Falten auf dem Filter selber geschieht, ist eigentlich nicht so weiter schlimm. So, okay, dann haben wir das jetzt hier. Wunderbar. Mach hier den Jetzt mache ich das Ganze aber mal ab. Guck mir das nochmal an, schaue nochmal, ob ich nicht irgendwo Löcher habe. Und dann kann ich hier noch diesen Schutzturm machen. So, nochmal drauf. So. Okay, jetzt wollen wir gucken. Machen wir genauso wie vorhin auch, dass wir hier ein Stück Tesafilm nehmen und den an eines der Enden des Papierstreifens machen. So, also vorbereitet, dass wir das dann hier rollen können und dann einfach festmachen können. So, was wir dann ebenfalls noch machen sollten, nämlich an die andere Seite, einen kleinen Tesastreifen, so dass wir das dann ebenfalls dort auch schon mal arretieren können oder fixieren können. Das mache ich jetzt hier unten dran. Also hier. Hier ist es jetzt dran. Dann kann ich das nämlich hier drauflegen, kann es dann festmachen. Ich mache das möglichst so, dass ich hier auch einigermaßen plan bin. Und jetzt gehe ich hier. Versuche das möglichst plan hier drum zu machen. Und kann das dann hier mit dem Tesastreifen schon mal fixieren. So, jetzt gehe ich weiter. Mache hier auch noch einen Tesastreifen über die Kante auf der einen Seite, also hier, einmal drüber, dann ziehe ich das Ganze ab. Mache hier das gleiche nochmal. So, einfach hier einmal einen Tesastreifen ganz leicht drüber. Kann ich dann auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal machen, einfach zur Sicherheit. Und dann ist der Filter auch schon fertig. Sehen, ich kann den Filter hier ganz bequem drauf machen. Er sieht auch soweit ganz gut aus. Kann bei Bedarf das hier wegmachen. Und das Schöne ist, ich muss jetzt nicht irgendwie großartig aufpassen, wie ich den Filter abstelle. Ich kann einfach so abstellen oder ich kann umdrehen und so abstellen. Die Folie ist schon geschützt. Und so habe ich mein Filter für meinen Sucher schnell, relativ schnell gebaut.
Ja, liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, das war's von mir wieder mit dem kleinen Video zum Bau eines Sonnenobjektivfilters. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin, euer Oliver Demus.